Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream hier mit mir, Helmer Rudolf aus dem Schatzseemobil. Und das Bärchen passt wieder einmal auf, dass alles seinen geordneten Gang geht. Und wir befassen uns heute mal mit einem interessanten Thema: Aufstieg oder Untergang. Ich wollte es eigentlich ein bisschen reißerischer benennen und das Thema auch in eine leicht andere Richtung lenken. Und dann hätte dieses Video gelautet: Hilfe, meine Mutter stirbt im Sitzen, liegt im Sterben, sitzt im Sterben. Irgendwas, was so die niederen Instinkte anspricht. Weil das gibt ja dann gleich höhere Klickraten. Da springt der Pöbel gleich drauf an. Du sicherlich nicht, weil du ein treuer Abonnent meines Kanals bist und dich mit etwas tiefgreifenderen Themen befasst. Zumindest dich diesen nicht ganz verschlossen gegenüberstehst. Deshalb Aufstieg oder Untergang. Was hat das mit dem fortgeschrittenen Alter meiner Mutter zu tun und dem Gesundheitszustand bzw. der Abwesenheit davon? Das kann ich dir genau sagen. Weil dir nämlich dort, also nur mal kurzer Kontext, die gute Frau ist über 90 und hat schon seit geraumer Zeit keine Lust mehr und lässt sich jetzt einfach nur noch gehen. Das heißt also, da wird auch nichts mehr gemacht, was ansatzweise den Gesundheitszustand noch ein bisschen verändern oder verbessern würde. Da wird einfach nur noch, du kommst sozusagen aus dem Körper nicht raus, wo das Herz noch schlägt und wo der Körper stark ist und auch eigentlich noch heilt, aber wo es keinerlei Motivation mehr gibt zu leben und wo dann einfach gesagt wird, mir ist egal, sozusagen, ihr habt mich am Hals, ihr müsst mit mir umgehen. Wahrscheinlich sagt es das auch gar nicht mehr, das ist durchaus möglich. Aber wo mir jetzt mal ganz stark so das Prinzip der Polarität aufgefallen ist, vielleicht gar nicht Polarität, aber mehr so der Gegensätze. Aber wie du dir schon erahnen kannst, wenn es jetzt hier so reingeht, dann kommt die Rüttelstrecke. Das heißt, wir machen eine kurze Pause. Ja, die Rüttelstrecke, das ist ein kleiner Abschnitt durch den Wald, wo die Wurzeln so langsam den Teer anheben, die Fahrbahnoberfläche. Und wirst du bestimmt durchgeschüttelt. Also gar nicht mal das Prinzip der Polarität so sehr, sondern das, wo dir auffällt, dass dein Bewusstsein, oder ganz besonders auffällt, dass dein Bewusstsein ganz stark abweicht von dem Bewusstsein eines anderen. Und jetzt muss man immer vorsichtig sein, weil es gibt ja nur ein Bewusstsein. Also es ist letzten Endes nur meine Wahrnehmung und weiter nichts. Aber zum Zwecke dieses Videos trennen wir das einfach mal. Weil man selber ja Dinge anders machen würde als diese Person. Man nimmt ja diesen Zustand wahr und dieser Zustand ist ja ein Zustand, den man bei einer anderen Person beschreibt und nicht bei einem selbst. Die Einführung wird jetzt ein bisschen lang, aber sei es drum. Wenn du jetzt in diesem Beispiel einer Person Anweisungen gibst und diese Person nicht in der Lage ist, diesen Anweisungen Folge zu leisten, dann entsteht da ja eine gewisse Form von Diskrepanz. Ich möchte gar nicht mal sagen Dissonanz, sondern Diskrepanz. Und diese Diskrepanz fällt auf. Und damit, mit dieser Diskrepanz darfst du jetzt umgehen, weil die Person ja nicht das macht, was du ihr gesagt hast oder aufgetragen hast, was sie tun sollte. Und dazu brauchst du keine 90-jährige Mama. Dazu reicht eigentlich schon jede andere Situation oder mit jeder anderen Person. Es muss zu irgendeiner Diskrepanz kommen. Und jetzt ist die Sache so, weil
du ja auf der einen Seite stehst und eine Diskrepanz wahrgenommen hast, die auf der, zum Zweck dieser Konversation oder dieses Videos, anderen Seite steht, hast du jetzt natürlich gewisse Optionen. Weil vielleicht möchtest du ja, dass es so läuft, wie du es möchtest, weil du es ja dir auf eine bestimmte Art und Weise vorgestellt hast und es so ja eben auch verwirklicht sehen möchtest. Und jetzt wird es schon ein bisschen komplexer und jetzt weiß ich, dass ich schon wahrscheinlich wieder 90% der Zuschauer verloren habe, weil ein bisschen Nachdenken und komplexe Sachverhalte, damit können nicht mehr viele klarkommen. Und ich meine das gar nicht negativ, das ist einfach nur eine Feststellung meinerseits. Das andererseits, anderes Thema, lassen wir das. Egal. Also, jetzt hast du mit dieser Situation umzugehen. Hast du nicht, darfst du, kannst du. Und jetzt ist die Frage, wie? Na, das heißt, du hast eine Situation, daraus hat sich eine Diskrepanz ergeben zwischen dem, wie du es hättest, und das, was sich dir da im Außen durch die andere Person oder diesen anderen Umstand präsentiert. Und jetzt kannst du da mit dem Instinkt rangehen und dich so verhalten oder so reagieren, wie du es sonst immer gemacht hättest. Oder du kannst mit Bewusstsein rangehen und sagen, okay, dadurch, dass diese Person mir hier nicht Folge leisten kann, ist ein schöner Ausdruck übrigens, Folge leisten kann, ist es ja auch sinnlos, weitere Instruktionen zu geben oder da vielleicht irgendwie ärgerlich zu werden oder aggressiv zu werden oder auf irgendeine nicht harmonische Art und Weise zu reagieren. Weil diese Reaktion darauf, auf dieses Nicht-Folgeleisten, auf nicht dieses Nicht-Befolgen dieser Anweisungen, die geht ja erstmal durch dich selber durch. Na? Und richtet da entweder Schaden an, wenn es negativ ist, auf Dauer sicherlich, oder harmonisiert dich. Und das ist mir so aufgefallen. Und wir kommen zum Thema. Don't run away. Wir kommen zum Thema. Wir sind beim Thema, aber nur noch so auf der eher realen Stufe. Das kommt, wird nachher noch gleich ein bisschen abstrakter. Das heißt, du hast immer die Möglichkeit, dein Agieren neu auszurichten. Du kannst immer wieder neu evaluieren, das heißt bewerten und diese Situation eben einschätzen. Und was die Mama anbelangt, bin ich da eben zu dem Schluss gekommen, es bringt ja nichts mehr, da irgendwo noch von deiner Ebene des Bewusstseins was reinzubringen, weil sie nicht mehr auf derselben Ebene des Bewusstseins ist. Sie befindet sich dort nicht mehr. Sie hört das vielleicht doch akustisch, aber sie ist nicht mehr in der Lage, das umzusetzen. Und dementsprechend bin ich dabei, meine ganze Verhaltensweise ihr gegenüber zu ändern. Mein Bruder übrigens tut das nicht. Der ist noch völlig im Instinkt drin, der ist völlig in der Negativität drin und behandelt sie auf eine ganz andere Art und Weise. Und auch hier wieder, das nehme ich wahr, auch da entsteht eine Dissonanz, weil ich diese Vorgehensweise von ihm für, ich sag's mal gelinde gesagt, suboptimal halte. Und jetzt kommen wir dadurch zum eigentlichen Thema. Aufstieg oder Untergang? Weil mir in den letzten Monaten, weiß nicht, ist schon ein bisschen länger her jetzt, also ist sicherlich schon ein Jahr, ist mir das verhäuft aufgefallen, dass es ja immer eine zweite Seite gibt. Ist mir bewusst aufgefallen. Und wenn ich auf YouTube gehe und gucke, was YouTube mir vorschlägt, dann hat mich das dazu geführt, dass ich heute früh gerade bei etlichen Kanälen gesagt habe, Kanal nicht mehr empfehlen. Weil, und da darfst du jetzt gut Obacht geben, weil dich das ja programmiert. Und wenn du nur einmal auf irgendwo eine sensationalisierende Headline klickst oder irgendwas Anrüchiges anguckst,
füttert dich YouTube damit. Füttern dich auch die anderen sozialen Medien damit. Weil die sich sagen, Mensch, guck mal, der ist daran interessiert, die ist daran interessiert, davon schicken wir mehr. Ja, das ist ja auch nur recht und billig. Ja, aber wenn diese Sache negativ ausgerichtet ist, wenn sie kein positives, hilfreiches Ende in Sicht hat, musst du so konsequent sein und diese Sache beiseite schaffen. Ignorieren, deabonnieren. Deine Aufmerksamkeit nicht mehr darauf richten. Zwar wissen, okay, das ist da, aber dir der Gefahr bewusst sein, der du dich aussetzt, dem Risiko, vielleicht eher als der Gefahr, dem Risiko, dem du dich aussetzt, dadurch, dass du solche Sachen konsumierst. Dadurch, dass du dich mit solchen Sachen befasst. Und hier geht es eben um einerseits die praktische Anwendung dessen, was im Master Key-System vermittelt wird oder gelehrt wird. Und hier geht es eben auch darum zu erkennen, dass es kein Entweder-Oder gibt, aber dass man möglicherweise geneigt ist, eine Seite einzunehmen und zu sagen, es ist alles dem Untergang geweiht und dabei zu ignorieren, dass es gleichzeitig Elemente gibt, zahlreiche Elemente gibt, derer man sich gar nicht bewusst ist, weil man gar nicht, ich sage jetzt mal platt, auf YouTube auf solche Videos geklickt hat, sondern weil man durch YouTube, durch die sozialen Medien primär heutzutage, sicherlich auch auf eine gewisse Art und Weise durch die Sozialisierung, mit der dunklen Seite gefüttert wird, mit den negativen Dingen gefüttert wird. Und das habe ich festgestellt, für mich ist eine ganz, ganz, ganz subtile Sache. Das ist nichts, was einem irgendwie groß ins Gesicht springt und wo da das große Warndreieck steht, sondern das sind Dinge, die sich einschleichen. Das sind Dinge, die man vielleicht gar nicht bemerkt hat, dass das gerade so abläuft. Und deshalb und genau aus diesem Grund mache ich dieses Video, damit du dir dessen bewusst wirst. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Ich gucke nicht in deinen Computer rein, ich gucke nicht in dein Handy rein. Ich weiß nicht, wie du ausgerichtet bist. Ich weiß nicht, welche Kanäle dir empfohlen werden. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst. Das darfst du mir auch gerne als Kommentar hinterlassen. Ich weiß ja immer, wenn ich aufrufe, keiner macht das. Interessiert sowieso keine Sau. Aber egal, aufrufen darf ich. Ich habe dann wenigstens Recht und Schuldigkeit getan, da so ein bisschen Interaktion herbeizurufen, die vielleicht dann auch irgendwo noch ein bisschen weiterhilft und zielführend ist und sich harmonisierend auswirkt. Aber egal, ist sekundär. Dass sich diese Dinge eben einschleichen und dass man, bevor man es wirklich begreift, eine Seite ergriffen hat und primär sich an ihr nähert. Und da muss eben aus meiner Sicht aufgepasst werden, ganz, ganz, ganz groß aufgepasst werden, dass man sich von diesen negativen Sachen primär festhält. Denn wenn irgendwas dran ist an meiner Fibonacci-Theorie, dass du einen Cut-off hast bei 38%. Das heißt, solange du dich 62% auf der guten Seite aufhältst, kannst du dir 38% leisten, weil dann das Verhältnis gewahrt ist. Bist du zu sehr auf der negativen Seite, mehr über 38%, besteht die Gefahr, dass die Waage rüber tippt zur anderen Seite, die Waagschale. Bei 38% bist du safe, weil du dann 62% hast, die auf der guten Seite stehen. Und da darfst du vielleicht auch mal ein bisschen Inventur machen, vielleicht dich mal fragen, na, wo stehe ich im Verhältnis? Ich kann ja mal scrollen, mal bei YouTube oder bei Instagram und gucken, was mir serviert wird. Ist durchaus ganz hilfreich. Und was hat es mit Untergang und Aufstieg zu tun? Bei diesem ganzen oder trotz dieser ganzen Untergangsszenarien, diesem ganzen Dreck, der ja sehr wohl existiert,
real ist, sich auswirkt. Der ganze politische Dreck, der wirtschaftliche Dreck, der religiöse Dreck, der Umweltdreck, der kulturelle Dreck. Dieser Niedergang, der sich, ich gucke jetzt hier gerade mal, wirst du wahrscheinlich nicht sehen, hatte ich letztens aber gerade gestern auf Instagram gesehen. Du kannst dir ja mal, um das zu verdeutlichen, kannst du dir ja mal eine Straßenlaterne angucken. Eine Straßenlaterne von heute. Und da musst du nicht groß nachdenken, du weißt, wie die aussieht. Guck dir mal eine Straßenlaterne an von 1880 oder so. Oder von 1920. Guck dir das mal an und dann vergleich das mal. Und dann erzähl mir jetzt noch, dass wir weiterentwickelt sind. Ja, klar, damals brauchten sie vielleicht weniger Straßenlaternen, vielleicht hatten sie weniger Leute. Sicherlich, Entwicklung, Bevölkerungsentwicklung. Heutzutage hast du mehr, muss es vielleicht irgendwie mehr Masse geben. Aber immer noch mal, wir sind die Degenerierten. Wir befinden uns im Untergang. Wir befinden uns in einem moralischen, ethischen Untergang, der stattfindet, der aber nicht absolut ist, weil es dazu eben auch noch ein Gegenteil gibt. Das heißt, wir befinden uns gleichzeitig auch in einem Aufstieg, wo immer mehr Menschen aufwachen, wo immer mehr Menschen erkennen, wie zum Beispiel jetzt gerade, dass sie vom Staat verarscht und ausgenutzt werden, dass nichts passiert, damit es ihnen besser geht, sondern es geht um Macht. Es geht überall nur um Macht. Es geht darum, an den Futtertrog zu kommen und dieses Machtgefühl auszuüben. Das ist eine ganz niedere, primitive Ebene der menschlichen Entwicklung. Eigentlich kann man es gar nicht Entwicklung nennen, obwohl Entwicklung ist ja eigentlich neutral. Das sind Primitivlinge. Das ist das niederträchtigste, widerwärtigste, abscheulichste, was es in der menschlichen Entwicklung gibt. Und das sitzt gerade in der Politik. Das sitzt zum Teil auch in der sogenannten Kultur. Das sitzt in der Wirtschaft. Das ist die unterste Ebene, auf der sich das gerade da abspielt. Mit diesen Gestalten. Das findet statt. Und das muss stattfinden, damit es auf der anderen Seite eben zum Aufstieg kommt, damit die anderen das merken. Vielleicht hast du es noch nicht gemerkt, aber wenn du mir diesem Kanal folgst, gehe ich mal davon aus, dass du es gemerkt hast. Sonst würdest du dir nicht zuschauen. Und bist vielleicht auch schon dabei, aufzuwachen, bist mittendrin, vielleicht bist du auch sehr viel weiter in diesem Prozess als ich, obwohl es da gar keinen Vergleich gibt. Na? Das heißt, die Dinge sind nie absolut. Es gibt nicht nur einen Untergang. Es gibt, das ist alles, ich möchte mal sagen, lokal beschränkt. Selbst wenn diese Erde so, wie sie ist, untergeht, woanders in der Galaxie gibt es einen Aufstieg. Und selbst wenn es anderen dreckig geht, geht es nicht allen dreckig. So. Juppie. Ist geil, wenn man ein Automatikauto hat und mit dem Gaspedal schalten kann. Der Aufstieg ist überall ersichtlich. Überall wachen Menschen auf. Überall orientieren sich Menschen um. Überall erkennen sie, wie sie verarscht werden. Wie man versucht, sie zu manipulieren. Das fällt ihnen auf. Das fällt ihnen in der Werbung auf. Das fällt ihnen in den Nachrichten auf. Das fällt ihnen in Unterhaltung auf, in der Kommunikation. Das fällt ihnen im Feld auf. Und sie wenden sich mehr und mehr ab davon und wenden sich anderen Dingen zu. Wie sehen diese anderen Dinge aus? Zurück zur Natur. Gesunde Ernährung, anderes Schulsystem, anderer Medienkonsum, klare Grenzen setzen, Freundschaften, die nicht mehr dienlich sind, die keine Freundschaften mehr sind, oder Bekanntschaften, weg damit. Klare Entscheidungen treffen bezüglich des eigenen Lebens, der eigenen Lebensqualität. In der Kommunikation klar sein und deutlich sein, was man durchgehen lässt von anderen und was nicht. Sportliche Betätigung, Ertüchtigung, Befähigung. Gesundes Haus, gesundes Bauen, natürlicher Garten. Bewusstsein, zunehmendes Bewusstsein, zunehmende Polarisierung, obwohl das, wie ich in einem der letzten Videos deutlich gemacht habe, obwohl das nicht immer einfach ist, diese zunehmende
dieses zunehmende Bewusstsein, weil man ja immer mehr Informationen aufnimmt und die auch entsprechend verarbeiten muss. Und dazu brauchst du Kapazität, Speicherkapazität und Verarbeitungsprozessorkapazität. Und das ist eine Sache, die nicht einfach mal so schnipp, schnipp kommt. So, das heißt, so zeigt sich das. Die Leute, die alternative, ich möchte nicht sagen, das Wort Kommunen, aber nehmen wir es mal neutral, das Wort Kommunen aufmachen, Lebensgemeinschaften aufmachen, die anders arbeiten, die nicht für diesen 9-5-Job haben oder 8-5-Job haben, 9-5 heißt es, 9-5-Job haben und da diesem täglichen Muster lang gehen, sondern die sich umorientieren. Eine Erkenntnis, zu der ich letztens gekommen bin, ist, ich habe immer so Geld so gesehen wie etwas, dass da muss ein Gegenwert erschaffen werden. Ja, das heißt, da muss es ein Produkt oder eine Dienstleistung geben, die ausgetauscht wird. Da muss irgendwas ausgetauscht werden, damit man diesen Wert erhalten kann. Pustekuchen. Also die Erkenntnis, zu der ich gekommen bin, ist, dass das Ding schon lange vorbei ist. Denn das, was wir Geld nennen, was wir mit Münzen oder mit Geldnoten bezahlen, das ist ja nur noch ein minimaler Teil. Der größte Teil dessen, was wir Geld nennen, ist digital, existiert nur auf dem Papier. Und daran können wir uns eben auch bereichern. Existiert doch eh nur, wird ja im anderen nicht irgendwie weggenommen. Existiert nur auf dem Papier. Das gilt es zu beachten, aus meiner Sicht. Wie gesagt, na, weil ich mir denke, so wenn du, typisches Thema Daytrading oder so, also wenn du so Handeln machst an der Börse mit gegen Währung oder so, dann denke ich mal, wo ist da der Wertaustausch? Da gibt es keinen. Da wird spekuliert auf steigende oder fallende Kurse. Und im System wird dann eben ein bisschen Profit oder Verlust generiert. Und das ist eine Form von Fülle, in die du dich einklingst und die du nutzt. Da ist kein Warenaustausch, da ist kein Dienstleistungsaustausch, nichts dergleichen. Und das ist eben auch neu, das musste ich auch für mich erkennen. Genauso wie ich für mich, wir gehen wieder zum Anfang zurück, erkennen musste, durfte, dass es eben keinen Sinn mehr macht, nicht nur anhand meiner 90-jährigen Mama, sondern auch anhand anderer keinen Sinn mehr macht, mit einem höheren Bewusstsein reinzugehen in ein niederes Bewusstsein, was das gar nicht nachvollziehen kann, was du dazu kommunizieren versuchst. Ja, mein Bruder ist ein Jahr älter, dem brauche ich bestimmte Dinge gar nicht zu sagen. Das geht in seine Birne nicht rein. Der hat ein anderes Bewusstsein. Da sind wir nicht auf derselben Wellenlänge. Selbiges mit Mama, selbiges eben auch mit diesen Videos, die ich hier mache, die auch bei den meisten, bei den allermeisten nicht ankommen. Ich gucke mir Videos an, schaue mir den Titel an und gucke mir das an, dass dieses Ding nach ein paar Stunden mehrere tausend Aufrufe hat. Und ich frage mich, welchen praktischen Nutzen bringt das? Was bringt mir das, außer dass es irgendwo meine Ängste schürt, meine Zeit verschwendet, aus meiner Sicht. Aber tausende von Aufrufen. Und dann sehe ich, dass wirklich gute Videos, die tiefgründig sind, die einem auch Nutzen erbringen, dann mit ein paar hundert oder ein paar tausend Aufrufen rumkrebeln. Nach Monaten, nach Wochen. Dass das gar nicht an die Oberfläche kommt. Aber dass der ganze sensationalisierende, angsteinflößende Dreck, und was anderes ist es nicht, eben tausende, zehntausende, hunderte von Aufrufen, hunderttausende von Aufrufen hat. Und das zeigt eben wieder den Untergang. Ein Untergang eines großen Systems, was sich selbst sozusagen die Lebenskraft entzieht, was selbst immer beschissener dran ist, weil es gar nicht anders geht, weil das energetisch so ausgerichtet ist, während das andere sich erhöht, erkennt, ausgleicht, sich bereichert, gibt und nimmt, Werte schafft, anderen Menschen hilft und somit die Evolution der Menschheit zumindest in einem kleinen Teilaspekt auf eine höhere Ebene hebt. Während die anderen zwar schöpferisch tätig sind, aber von der Qualität her das unterste Kajüte ist. Die Videos mögen gute Qualität haben, die Thumbnails sind attraktiv, die Menschen sind attraktiv, etc. pp. Aber das Thema nicht.
Und da kannst du natürlich auch sagen, ja, wir machen darauf aufmerksam. Klar, aber einmal reicht eigentlich. Deine ganze Kanalexistenz sollte nicht darauf beruhen, immer diesen negativen Müll da rauszuschieben, der die Menschen energetisch runterzieht. Dann bist du nämlich Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. So zumindest meine Meinung. Und wie gesagt, der Aufstieg ist auch überall ersichtlich. Menschen, die aufsteigen, Menschen, die tiefgreifende Videos machen, Menschen, die Substanz haben und nicht oberflächlich sind, Menschen, die keine Angst haben. Ah, guck mal, schöner Punkt. Menschen, die nicht im Mangel leben, weil sie vielleicht mal irgendwo kein Geld haben oder keinen Partner haben oder weil es irgendwo gesundheitlich gerade mal irgendwo ein bisschen, aus welchen Gründen auch immer, kompromittiert ist oder aussieht. Na? Die diese Situation wieder umdrehen, die diese Situation als das betrachten, was sie wirklich sind. Momentaufnahme, nicht mehr, nicht weniger, war vorher nicht da, wird auf Dauer nicht bestehen. Menschen, die schöpferisch sind, die anders denken, die den bestehenden Status quo hinterfragen. Und das ist ja zum Beispiel in Deutschland gerade so, das ist ja gar nicht erwünscht. Das wird ja bekämpft, was man ja auch an dem Verbot, was jetzt gerade im Juli 2024 passiert ist, wo dann kompakt, man mag mit ihnen übereinstimmen oder nicht, passiert ist, wo die verboten worden sind. Sie waren aber nicht verboten, als sie vorher irgendwie eine Auflage von 40.000 hatten. Oder Videos geschaltet haben. Oder eine Webseite hatten. Da waren sie nicht verboten. Aber auf einmal, nachdem sie jahrelang als GmbH agiert haben, kommt man ihnen jetzt mit dem Vereinsrecht. Naja, hoffentlich. Aber das zeigt auch die Niederträchtigkeit, die Abscheulichkeit, die Böswilligkeit, das Üble, das Miese in der gegenwärtigen Politik. Und auch das wird zusammenbrechen. Auch das ist nur eine Frage der Zeit. Das wird sich nicht halten. Das wird sich gegen sich richten, gegen sich auflehnen und dann wird das zersägt. Und dann werden die irgendwo, wenn sie Glück haben, werden sie nur abgewählt und in den wohlbezahlten Ruhestand geschickt. Und wenn es schlecht geht, wie vielleicht in anderen Kulturen das immer noch der Fall ist, hängen sie irgendwo am Galgen. Dann werden sie gerichtet. So, aber ich bin wieder abgeschwollen. Der Aufstieg passiert genauso wie der Niedergang. Gleichzeitig. Es gibt nicht immer nur das eine oder das andere. Und wenn du von diesem Video nach jetzt 27 Minuten, und ich bin doch gleich am Ziel, eines mitnimmst, dann vielleicht das hier. Es gibt immer beides. Du hast immer eine Wahl und sei sehr achtsam bezüglich dessen, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Denn Geist ist schöpferisch. Und der Algorithmus kann zu deinem Undoing, wie heißt denn das, Untergang werden. Kann zu deiner Falle werden. Achte darauf. Pass da bitte besonders gut auf. Und klicke bewusst auf positive, aufbauende, konstruktive Videos. Und die gibt es zuhauf. Gesunde Ernährung gibt es zuhauf. Sportliche Betätigung gibt es zuhauf. Kultur gibt es zuhauf. Gesundes Wohnen, gesundes Bauen gibt es zuhauf. Kommunikation gibt es zuhauf. Auflösen von Ahnenlinien gibt es zuhauf. Gewaltfreie Kommunikation, wenn dir das gefällt, gibt es zuhauf. Liebe gibt es zuhauf. Fülle gibt es zuhauf. Kommunikation mit der Natur, Kommunion mit der Natur, mit den Tieren, anderer Umgang mit den Tieren, mit den anderen Lebewesen gibt es zuhauf. Überall gibt es oder findest du eine Fülle vom Schönen, vom Erhabenen, vom Wohlwollenden. Aber du musst halt nur deine Aufmerksamkeit darauf richten. Es muss deine Absicht bestehen. Und ja, du kannst auf das ganze sensationalisierende Miese auch abfahren. Natürlich dann eben dich dem Risiko aussetzen, dass der Algorithmus sich gegen dich wendet. Er meint, sich zu dir hinzuwenden und dich zu unterstützen. Aber er unterstützt dich gerade in deinem Untergang. In deinem Energieentzug. Und deshalb pass gut auf. Wir sind am Ziel angekommen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hinterlass mir gerne einen Kommentar. Ich rufe immer wieder auf, die wenigsten tun es. Wir wollen mal gucken, was wir mit den Videos machen. Wahrscheinlich landen sie in einem privaten Bereich irgendwann und dann hinter der Paywall in einem Mitgliederbereich. Webseiten sind eingeblendet. Mein Name ist Hermann Rudolph, falls du das erste Mal geschaut hast. Vielen Dank.
bis zum nächsten Mal. Vielleicht hat es dir gefallen und wenn nicht, dann eben nicht. Muss ja nicht alles mit dir in Resonanz gehen. Wir sind am Kopfsteinpflaster angekommen, werde ich nachher digital wegeditieren. Kopfsteinpflaster minus minus sozusagen. Bis zum nächsten Mal. Gehabt dich wohl, verbleibe wie immer mit Wissen, Blessings und ciao, ciao.